Hallo ihr Lieben, was geht ab? Hier ist euer Tribor und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, heute habe ich mir jetzt nicht was Besonderes überlegt, aber ich habe mir was überlegt. Ihr seht hier schon eine Chest, die hier so schön bündig ist. Ich habe heute mit euch vor, einen Cleanstone-Generator zu bauen. Das wird mal eine spannende Angelegenheit, ob ich das schaffe. Ich habe mir schon ein Video darüber angeschaut, also ich habe, das Design kommt nicht von mir selber. Aber wir schauen jetzt einfach mal, was ich hier bauen kann, ob ich es noch weiß. Also, das hier ist die Chest, wo nachher die ganzen Sachen reinkommen. Ihr müsst natürlich jetzt nicht alles so bauen, wie ich das habe. So, wartet eins. Wir gehen hier mal 5 raus, weil ein Piston kann ja die Blöcke 5 Blöcke weit schieben. Also ist das nachher so. Dann brauchen wir einmal Sticky Pistons hier. So, warte, das kann ich noch. Oh, ups. Wir machen es mal so 5x5, glaube ich. Zack, zack, zack. So. Dann müssen wir hier die Sticky Pistons ranbringen. Die können jetzt weg. Dann die normalen Pistons. Wir müssen das natürlich nachher nach vorne schieben. Genau, so ungefähr. So, wie ging es jetzt weiter? Wir haben natürlich keine Ahnung, aber ich glaube, das war ungefähr so, dass sich die Blöcke schon mal verschieben können. So, ich habe jetzt noch ein paar Trichter hier. Hopper, genau, Hopper. Habe ich mir noch ein paar dazu gekauft, weil ich es einfach mal ein bisschen größer machen wollte. Schauen, wie es dann wird, weil man kann es ja eigentlich um einiges noch vergrößern. 2, 4, 5. Okay, jetzt würden die Trichter nicht mehr reichen. Man könnte es ja dann eigentlich noch um einiges vergrößern, aber ich will das jetzt einfach mal so, dass wir nur ein bisschen mehr Platz haben. So. Zack. Oh. Ist unser echter Block hier im Weg. Schade, schade, schade. Komm her. So, die Trichter brauchen wir nicht mehr. Jetzt ist unser Block irgendwo hin. Ah, jetzt ist er auch schon da. Okay, das Trichtersystem funktioniert schon mal. Dann brauchen wir hier diese Blöcke nochmal abzubauen. Dann hier nochmal Sticky Pisten, hier nochmal einen normalen Pisten. 1, 2. So, und dann gehen wir mal zur Redstone-Schaltung. Also am Anfang müsst ihr Redstone-Repeater, oh. Du bist aber irgendwie ein bisschen falsch, ne? Nee, wieso bist du jetzt nicht? Der will mich, glaube ich, verarschen, Leute. So, dankeschön. So, jetzt. Dann so. Dann wieder ein Repeater. So, alles mal mit Redstone. Und dann brauchen wir hier noch eine Reihe von irgendwelchen Blöcken. Ich habe jetzt einfach sowas genommen. Dann hier noch ein Repeater hin. Dann einen Block hier hin. Einen Block hier hin. So. Dann so, so. Das hier alles schön verbinden. Dann brauchen wir hier noch einen Repeater, wenn es mich nicht ganz täuscht. Dann so einen Redstone Corporator. Und so, Leute, machen wir uns jetzt eine Glock, die die ganze Zeit läuft. Wenn wir hier jetzt ein Item reinpacken, müsste das die ganze Zeit hin und her switchen. Genau. Oh. Hier müsste noch auf einen Delay gehen, damit das... Oh. Jetzt hat es aber die Blöcke verschoben. Das ist natürlich jetzt mein Fehler. So, kurzer Cut, die Blöcke sind jetzt wieder an dem richtigen Platz. Blöderweise habe ich das jetzt ein bisschen vertan. Dann können wir jetzt mal hier einfach mal so ein bisschen was raufbauen.
erstens sieht es gut aus und zweitens brauchen wir es eh noch. Und jetzt können wir eigentlich alles hier ein bisschen verkleiden, damit es nicht unbedingt so auffällt. So, das ziehen wir alles mal ein bisschen hoch. Hier brauche ich noch zwei Blöcke jeweils hin. Dann. Oh, zwei Fehler. So. Ah, jetzt habe ich keine Blöcke mehr. So. Mann, das gibt's ja nicht. Und das hier wird dann unser funktionierender Cleanstone-Generator. So haben wir es dort drüben gebaut. Dann können wir hier noch ganz viel Glasscheiben hinsetzen, um hier das Wasser nachher abzugrenzen, weil hier müssen wir jetzt Wasser hinmachen, und zwar genau so, damit sich hier eine unendliche Wasserquelle die ganze Zeit bildet. So, jetzt funktioniert's. Und dann können wir das Wasser hier nochmal abgrenzen, weil hier darf ja nachher die Lava sollte ja nachher das Wasser nicht zu Cobblestone verarbeiten. Das wäre jetzt ein bisschen ungünstig, wenn das passieren würde. So, warte. Dann können wir... Wie machen wir denn das jetzt? Wir machen das ungefähr so. So und so. Ja, ihr müsst das eigentlich nicht unbedingt so machen. Kann ich auch das hier wegnehmen. Die Lava fließt eh bis dort hinten. Dann habt ihr hier schon das erste Cleanstone, wie ihr seht. Und dann würde ich sagen, verkleiden kann ich das später noch. Ich gebe dem jetzt ganzen einen Testversuch einmal. Und versuche, ob es funktioniert, wie ich eigentlich möchte. Und wie ihr seht, es geht eigentlich relativ zügig und gut voran. Oh. Habe ich das jetzt wirklich eins falsch gebaut? Wäre das möglich? Aha. Leute, da seht ihr wieder, ich habe es jetzt falsch gebaut. Ich hoffe, euch passiert der Fehler nicht. Muss ich das einfach halt ein bisschen weiter rausbauen. Ist ja auch kein Problem jetzt eigentlich für mich. Aber ja, so funktioniert nachher unser Cleanstone-Generator mit der Fähigkeit Crusher. Ist das nämlich verdammt nice, wenn wir hier einfach so mal durchrattern können. Und schauen, was wir jetzt hier rausbekommen. Ja, also wir haben jetzt hier ein paar Items bekommen. Und ja, ihr seht, es funktioniert alles blendend, außer dass hier jetzt ein Fehler passiert ist, aber das korrigiere ich irgendwann in der Zeit. Das muss ich ja nicht hier in der Aufnahme machen. Hier bin ich immer die ganze Zeit am Cleanstone zu brennen, damit ich hier mein Haus ein bisschen weiter bauen kann. Weil hier habe ich ein bisschen was reingebaut, hier ein bisschen Zuckerrohr habe ich hier auch schon ein paar. Eine Kiste damit füllen können. Den Master Farm habe ich einmal bekommen. Der ist richtig nice. Den kann ich hier auf Grow setzen. Und einfach mal rechtsklick. Oh, rechtsklick. Boom. 32 Crops sind dann einfach mal instant da. Kann ich ihn auch auf Harvest setzen? Aber ich weiß nicht. Ich habe das vorhin mal ausprobiert. Und da ist auf einmal die ganzen Sachen einfach weg gewesen. Wir können es ja mal versuchen. Harvest. Ah, jetzt ist da. Vorhin ist es einfach mal verschwunden dort. Ich hatte keine Ahnung, ich habe es nie wieder gefunden. Keine Ahnung, wo das hin ist. Und so mache ich jetzt uns eine kleine Farm. Weil mit den Seeds kann ich die Hühner, ich habe ein paar Hühnereier bekommen. Kann ich ein bisschen eine Hühnerfarm aufbauen. Dort ein paar Levels farmen und so weiter. Und durch das Wheat, das wir hier bekommen, können wir uns nachher ein paar Kühe züchten. Und die Kühe geben uns dann natürlich auch noch ein paar XP und was zu essen, was auch sehr, sehr nice wird. So, ich habe es mal kurz erweitert. Das ging verdammt schnell. Und jetzt versuchen wir es nochmal. Boom! 232 Crops sind das jetzt. Ich habe noch 41 Seeds. Und ich weiß nicht, ob ich es wagen sollte, aber einmal Harvest. Komm schon. Boom! Und genau das meinte ich, glaube ich. Ja. Genau das meinte ich vorhin, Leute. Gott sei Dank hatte ich noch 41 Crops da. Also
41 Seeds habe ich Gott sei Dank noch. Weil wie ihr seht, ich habe keinen blassen Schimmer. Oh, wieder runter. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo das jetzt hin ist. Also auf das Harvest hier kann ich blöderweise nicht gehen. Ich habe echt keinen blassen Schimmer, wo das hier hingekommen ist. Hier ist auch nichts. Also heißt für mich wieder alles aufbauen und alles von neuem wieder pflanzen. Und ich glaube, das mit dem Harvest hier, das lasse ich lieber bleiben, weil das ist komplett verrückt. Oder warte. Nein, da oben ist es auch nicht. Okay. Leute, ich habe keine Ahnung, wo das Zinn ist. Runtergefallen, weiß ich nicht. Glaube ich jetzt eher weniger. Aber ich werde das schon irgendwann mal wieder finden. Und Leute, alle nochmal. Put your hands up in the air. Nice. So Leute, ich hoffe, euch hat die kurze, aber knackige Folge gefallen. Gefallen, gebt einen Daumen nach oben da. Wenn euch der Generator weiterhilft, beziehungsweise wenn ihr ihn selber bauen wollt oder werdet. Und abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von Skywars oder sonstigen Videos. Mich sehr, sehr freuen. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.